dann schauen wir rein. In Samt liegt dort ein altes Wurfmesser. Novadischer Stil, verrostet. Mit einer kleinen Gravur. Mit einem kleinen novadischen Haar. Ein einzelnes Haar. Ist das ein Harkir-Haar? Ich immer vorsichtig das Messer von dem Kissen, drehe es einmal, drehe es dann wieder rum und lege es dann wieder zurück in die Schatulle. Nur wenige Minuten später. Sondern die Zeichen des Efforts. Vielleicht ist das ja auch gar nichts Magisches. Es ist nur ein Buchstabe, eine Sigille, eine Namenssigille vielleicht. Und aber warum sollte die Golgari einen efforthaligen Gegenstand an Bord haben? Mir scheint es, als wäre diese Truhe speziell dafür gebaut worden, um nun ja, gegen Diener der Widersacherin Efforts zu schützen. Ist es eins von Paligans Haaren? Es ist kein Haar. Es ist kein Haar. Es gibt ein Buchstabe. Es ist der Buchstabe Haar. Oh, du hast gesagt, ein einzelnes Haar da dran. Haar. Oh, ein Gott, einzelnes Haar darauf. Ich dachte, da hätte irgendein Novadi sein Haar dran geknüpft. Ein Haar, ein novadisches Haar. Ich frage mich die ganze Zeit, what the fuck, woher weiß ich das? Das Haar von einem Novadi, ey. Dann muss ich den Chat lesen. Oh Gott, damn it. Ein novadisches Haar. Ich glaube, ja, wir sind daran also gescheitert. Es auf ist dem ein Dolch. Deswegen kam Zulamin auch so direkt auf Ben Haki. Gott, du hast deine Klugheit wirklich. Ich bin raus. Machen wir Feierabend. Ganz ehrlich. Machen wir gleich. Ja. Das ist eigentlich eine geheiligte Glyphe von Unau. Und die meisten von uns können die wahrscheinlich gar nicht lesen, oder? Ja, Zulamin kann das.